Wir sehen. Und was wir sehen, ist unser Abbild der Welt. Doch wir sehen nur die Oberfläche. Denn in uns hineinschauen, das können unsere Augen alleine nicht. Drei Männer, denen das nicht genug war. James Fujimoto, Eric Swanson und Robert Huber. Sie alle haben Anteil an dieser Erfindung. O. Optical. C. Coherence. T. Tomography. O. C. T. OCT hat die Augenheilkunde geradezu revolutioniert und kommt zunehmend auch in anderen Fachrichtungen zum Einsatz. Die Maschine wirft einen Laserstrahl ins Auge. Das Licht wird dann von den verschiedenen Gewebeschichten reflektiert. Der Computer misst dieses Echo aus Licht und ermittelt daraus ein Bild des beleuchteten Gewebes. So entsteht ein Querschnitt der Strukturen in mikroskopischer Auflösung. Die Untersuchung ist schnell, sicher, schonend und hat viele Vorteile. OCT macht im Wesentlichen eine optische Biopsie. Es kann krankhafte Veränderungen mit Mikrometerauflösung abbilden und lokal durchgeführt werden, ohne dass man eine Gewebeprobe entnehmen muss. OCT erlaubt Ärzten wie nie zuvor, in lebendiges Gewebe hineinzusehen. OCT überwindet die Grenzen unseres Sehens. Nicht nur mit hochmoderner Technik, sondern mit einer neuen Sichtweise. Für unsere Augen ist das ein Block. Wir schauen von oben auf ihn drauf, wozu wir nicht fähig sind. Sie können aber auf der ersten Seite nicht sehen, was auf der vierten Seite geschrieben ist. Das schafft OCT. OCT ist ein Verfahren, mit dem gemessen werden kann, aus welcher Tiefe welche Lichtbeiträge kommen. Und damit kann über die Laufzeitmessung des Lichts ein dreidimensionales Bild erstellt werden. Und so ist das auf den ersten Blick unspektakuläre Bild eigentlich ein Wunder der optischen Technik. OCT scannt Gewebeschichten auf den tausendstel Millimeter genau in allen drei räumlichen Ebenen. James Fujimoto leistet bereits in den 1980er Jahren am MIT in Boston die Pionierarbeit für diese Technik. Für die Entwicklung des medizinischen Gerätes versammelt er ein starkes Team um sich. Heutzutage ist es üblich, ein multidisziplinär zusammenarbeitendes Team zu haben. Aber Mitte der 80er, in den frühen 90er Jahren, war das ziemlich ungewöhnlich. Sein Ansatz entpuppt sich als extrem effektiv. So kommt auch der Experte in optischer Kommunikationstechnik Eric Swanson in seine Gruppe. Der erste Prototyp wurde geschaffen. Doch der Testdurchlauf am Menschen stand noch aus. Als es darum ging, das erste OCT-Experiment an einer lebenden Person zu machen, fragte ich mich, wer ist der Erste? Immerhin würden wir Laserlicht direkt auf die Netzhaut richten. Bevor ich den Gedanken beenden konnte, setzte sich Professor Fujimoto hin, nahm seine Brille ab, legte sein Kinn auf die Stütze und sagte, fangt an. Ich dachte, wow, das war mutig. Das System war sicher und konnte die menschliche Netzhaut in noch nie dagewesener Auflösung abbilden. Fujimoto und Swanson brachten es 1996 aus den MIT-Studierstuben in die Industrie. Eric war an der Gründung der ersten OCT-Startup-Firmen beteiligt. Er ist ein äußerst begabter Unternehmer. Die Zahlen sprechen für sich. OCT ist eines der meistbenutzten Bildgebungsverfahren in der Augenheilkunde. 30 Millionen OCT-Scans werden jedes Jahr weltweit durchgeführt. Einer alle paar Sekunden. Früchte erfolgreicher Pionierarbeit. Und das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Eines der wundervollen Dinge von OCT ist, das Laserlicht wird in eine winzige optische Glasfaser gebracht und dann in den verschiedensten Instrumenten platziert, wie zum Beispiel in diesem Endoskop. Mit solchen Sonden kann man schwer zugängliche Orte im Körper erreichen und ablichten. So können Mediziner zum Beispiel Blutgefäße und andere Organe von innen betrachten. Sie können Ablagerungen in Herzkranzgefäßen sichtbar machen und individuelle 3D-Abdrücke herstellen. Wie diesen Stent,
der die Durchblutung in einer verstopften Arterie wiederherstellen soll. Das wirtschaftliche Potenzial ist enorm. Allein der Markt für die Geräte nähert sich der Milliarden-Dollar-Marke pro Jahr. Über 16.000 Arbeitsplätze sind entstanden. Milliarden Dollar an Gesundheitsausgaben wurden eingespart. Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Mit dem Laserphysiker Robert Huber. Zwischen 2003 und 2006 arbeitet er als Postdoktorand in Fujimotos Gruppe. Er entwickelt einen ultraschnellen Laser, der die Performance des OCT erheblich verbessert. Roberts Technik konnte die Bildgebungsgeschwindigkeit 10 bis 100 Mal erhöhen. Seine Technologie ist der Durchbruch. Zum ersten Mal ist es möglich, dreidimensionale Bilder in Echtzeit herzustellen. Diese Innovation soll präzisere Diagnosen und neue, minimalinvasive chirurgische Operationen ermöglichen. Millionen einzelner OCT-Scans pro Sekunde sind dazu nötig. Robert Huber zählt zur nächsten Forschergeneration. Zusammen mit Eric Swanson und James Fujimoto zeigt ihre Geschichte der OCT die Kraft fächerübergreifender Kooperation und Innovation.